In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten muss Carlos einen Rückschlag hinnehmen. Nach Ausstrahlung der 8000. Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge steht fest, dass Carlos, Patrick Fernandes, nicht für den Tod Agim Sulas verknackt wird. Weil Katrin, Ulrike Frank und Tobias, Jan Kittmann, vor Gericht zähneknirschend sein Alibi bestätigen, kommt er wieder frei. GZSZ, Katrin unter Beschuss. Für Katrin hat ihr Handeln Konsequenzen. Nicht nur, dass ihre Ehe wegen mangelnder Loyalität auf der Kipp steht. Auch Maren, Eva Mona Rodekirchen, wendet sich von ihr ab. Zwar weiß sie, zu was Katrin fähig ist, allerdings rechnete sie nicht damit, dieser Seite ihrer besten Freundin noch einmal zu sehen. Du wolltest Carlos für Jahre hinter Gitter bringen, sein Leben zerstören. So schlecht scheint es dir ja nicht zu gehen. Du hast eine neue Firma unterm Arsch, ich habe jetzt nicht so viel Mitleid. Was Carlos gemacht hat, geht gar nicht, aber es gibt doch Grenzen, hält Maren Katrin den Spiegel vor. Sind wir hier in der Bibel? Auge um Auge, Zahn um Zahn? GZSZ? Auch Carlos ist kein Unschuldslamm. Dass Carlos kein Unschuldslamm ist, auch daran besteht kein Zweifel. Schließlich sorgte sein Komplott im Dezember dafür, dass Katrin WL für einen Dumpingpreis verkaufte, damit Tobias nicht unschuldig wegen Insolvenzverschleppung verhaftet wird. Allerdings muss Alicia ihn nach dem Prozess noch einmal daran erinnern. Du hast eine Baustelle angezündet und riskiert, dass Tobias ins Gefängnis geht. Und alles nur, weil du Chef werden wolltest. Du bist hier nicht nur das Opfer, hast du das vergessen? Da hätten Menschen sterben können, und Tobias war mal dein Freund, und auf einmal sind nur die anderen schuld? Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am kommenden Mittwoch, 24. April um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen. GZSZ, Rückschlag für Carlos. Nachdem Carlos seine Rachegedanken in den Griff bekommen hat, besinnt er sich auf die Zukunft. Sein Plan ist, wieder als CEO bei WL einzusteigen. Allerdings ließ ihn Rosa Lehmann, Joanna Schümer, fallen. Um dem Ruf der Lehmann Bank nicht zu schade, erinnert ihr euch? Wie wir aus der offiziellen GZSZ-Vorschau erfahren, muss er einen derben Rückschlag hinnehmen. Wir sind gespannt, wie er damit umgehen wird.